möchte nur meine Freundin besuchen. Oh, sieh dich an. Du leuchtest förmlich. Danke, ich bin sehr glücklich. Darf ich reingehen? Oh, natürlich, meine Liebe. Geh einfach rein. Oh mein Gott, was? Wo kommt dieser Bauch her? Bist du schwanger? Ha, du solltest deinen Gesichtsausdruck sehen. Aber beruhig dich. Es sind eigentlich nur Snacks, die ich reinschmuggle. Hier hast du einen. Danke. Aber verstecke ihn, damit du nicht erwischt wirst. Mal sehen. Wer ist mein nächster Patient? Keine Sorge, Knabberbauch, ich werde dich beschützen. Oh, sie muss es sein. Komm mit mir, Fräulein. Oh nein, nein, da liegt ein Fehler vor. Oh, das wird nicht gut enden. Sorry, sorry, das sollte kein Streich sein oder so. So ein Ultraschallbild habe ich noch nie gesehen. Absolut lächerlich. Hey, freie Süßigkeiten, da greife ich gleich zu. Habe ich da jemanden gehört? Entschuldigung. Ja? Keine Süßigkeiten im Krankenhaus. Jetzt gib mir das Ding. Bist du verrückt? Ich habe die eben erst gekauft. Dann beweg deinen Hintern wieder raus. Unverschämt. Beweg deinen Hintern raus. Warte mal, ich hab's. OP-Zeit für Mr. Bär. Mach einen Schlitz in den Rücken. Dann nimm etwas von dem Flaum raus. Schnapp dir eine Plastiktüte und steck sie rein. Und dann kommt die Zuckerwatte. Danke fürs Aufbewahren, Mr. Bär. Perfekt. Showtime! Lass uns das nochmal versuchen, okay? Fräulein, stopp! Was? Ich gehe nirgendwo hin ohne meinen Bären. Ist das wirklich nötig? Ich denke, das ist okay. Könnte ich lügen? Ich schätze, du kannst reingehen. Guter Junge. Jennifer! Hey, Süße. Dachte, du könntest eine Kuscheleinheit gebrauchen. Du bist die Beste. Aber ich hatte auf ein paar Snacks gehofft. Heute ist ein Glückstag. Zieh einfach den Reißverschluss auf. Sieht aus wie Pflaum, schmeckt aber nach Zuckerwatte. Annie? Ich habe den Pflaum gegen Zuckerwatte ausgetauscht. Du kannst das essen, ich schwöre. Bist du dir da sicher? Das ist wirklich Zuckerwatte. Wie kommst du nur auf so eine Idee? Niemand schaut her. Das ist meine Chance. Ich denke nicht. Du kennst die Regeln. Ach, das ist unfair. Schauen wir an. Ja, ich habe einen Plan. Hier fehlt etwas in der Tabelle. Okay, die Luft ist rein. Zeit, diese Verkleidung zu testen. Hallo, ich bin Arzt. Ich meine Zahnarzt. Ich mache mich auf den Weg. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ist hier jemand? Sieht aus, als wäre ich hier sicher. Zeit, die Verkleidung abzulegen. Ich war das die ganze Zeit. Und mein Arztkittel ist voll mit Süßigkeiten.
all die guten Sachen. Niemand kann mich jetzt noch aufhalten. Ich kann so viele Süßigkeiten essen, wie ich will. Ich schieb mir einfach alle in den Mund. Hey, gib mir meine Klamotten zurück. Oh, hey, sorry deswegen. Aber ich mach jetzt erstmal ein Nickerchen. Aua, mein Daumen. Ja, ich weiß, das tut weh. Hier, was Süßes wird dich aufmuntern. Was ist das? Schokolade? Die ist im Krankenhaus nicht erlaubt. Komm jetzt, schauen wir uns mal deinen Daumen an. Warum lässt sich der Stuhl nicht bewegen? Erinnere dich an mich, wenn ich weg bin. Ich wünschte, er könnte diese Süßigkeiten haben. Ob ich die wohl irgendwie reinschmuggeln kann? Ich wische nur den Boden. Hey, was ist das da in deinem Eimer? Bring das sofort weg. Nein, das wird nicht klappen. Vielleicht könnte ich... Wow, tolle Moves! Warte, bleib stehen. Keine Süßigkeiten erlaubt. Ja, ich denke, das wird auch nicht klappen. Warte, jetzt habe ich's. Wie viel Geld habe ich? Hey, vielleicht lässt du mich das einfach reinbringen. Oh, wow, das ist eine Menge Geld. Hey, ich habe nicht gesagt, dass du durchgehen darfst. Nein, dann wäre ich auch pleite. Langsam gehen mir die Ideen aus. Ja, was gibt's? Ich bin gleich da. Cool, ich glaube, er hat mir gerade meine Lösung gereicht. Hey, das ist vom Krankenhaus genehmigt. Es riecht auf jeden Fall so. Nimm das weg und geh rein. Wow, was für ein Geruch. Was guckst du so? Hey, schau, was ich dir mitgebracht habe. Was? Das riecht schrecklich. Ich weiß, das war nur zum Schmuggeln. Du brauchst einen Löffel. Vertrau mir. Hey, was ist das? Du hast mir doch noch Schokolade mitgebracht. Oh nein, versteck sie. Wie geht es dir? Gut genug, um zu essen? Oh mein, das ist ekelhaft. Ja, ich mach dir keinen Vorwurf. Ich muss mich noch um andere Patienten kümmern. Wie kriegen wir den jetzt runter? Vielleicht komme ich durch einen Sprung ran. Hör auf, so hast du dir doch den Daumen verletzt. Warte einfach hier, ich habe eine Lösung. Dieser Besen sollte es schaffen. Mehr nach links. Nein, dein anderes links. Okay, das hat also nicht geklappt. Zeit für den ultimativen Schritt. Oh, mein Daumen, beeil dich. Was ist denn hier los? Ich, dehne mich nur. Fit bleiben hält gesund. Was zum... Ihr wart das, oder? Snacks, Snacks, Snacks aus Snacks sind das Beste. Jellybeans und Pringles zur gleichen Zeit sind klasse. Oh nee, da kommt jemand. Oh, ich muss das alles verstecken, sonst gibt's Ärger. Nicht sicher genug, ich brauche ein besseres Versteck. Ja, das wird auf jeden Fall funktionieren. Der kommt schon klar. Okay, ich lege den Pulli so aus. Und jetzt kommt die Füllung. Rein mit euch, Snacks. Das ist der einzige Weg, um euch zu schützen. In diesen Pulli passen eine Menge Chips und Süßigkeiten. Jetzt nur noch so positionieren, dass es so aussieht, als ob er schläft. Hey, sei leise da unten. Und jetzt schnell ins Bett. Okay, Kate, es scheint... warte, was ist das für ein Geräusch? Da war wohl nichts. Meinem Arm geht es heute schon viel besser, Herr Doktor. Okay, dann lass uns mal deine Temperatur messen.
Sieht gut aus. Dann schaue ich gleich mal nach meinem anderen Patienten. Nee, bitte. Der schläft doch und er will nicht gestört werden. Wecken Sie ihn nicht auf. Es hat ewig gedauert, bis er eingeschlafen ist. Ah, okay. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich sehe später nach ihm. Oh, das war ganz schön knapp. Hm, aber es hat funktioniert. Ich gehe jetzt zurück zu meinen Snacks. Ich denke, ich nehme einen von diesen. Hey, was mit mir? Ach du meine Güte, dich hätte ich ja fast vergessen. Hier, für dich. Gut, dass ich genug zum Teilen habe. Krankenhäuser sind gar nicht so schlecht.